Ein Riesen-Selbstversorgergarten hat den Anspruch, maximale Kalorien aus dem Boden, der halt zur Verfügung steht, aus der Fläche, die zur Verfügung steht, rauszuholen. Maximale Kalorien. Da geht es nicht um Schönheit, sondern da geht es darum, dass man Essen rauskriegt. Und das hier, das ist unser neues Buch, der Krisen-Selbstversorger, Aussaat und Arbeitskalender eigentlich. Und dieses Buch hier, das soll dir eine Anleitung sein, um von Jänner bis Dezember, also wirklich durchgehend, immer die passende Pflanze angebaut zu haben, damit du genau dieses Ziel, die maximale Kalorienausbeute, die da möglich ist, zu schaffen. Und das ist schön, dass ich das jetzt präsentieren kann. Ich muss vorne anfangen, ganz kurz. Gib mir kurz die Zeit, es lohnt sich. Unser erstes Buch war die Selbstversorgerpflanzenbibel. Da sind einige Pflanzen drinnen, die uns als die wichtigsten Selbstversorgerpflanzen für Krise einfach über die Zeit, über die Erfahrung, habe das gemeinsam mit Manuela Keiner gemacht, was halt einfach die wichtigsten Pflanzen sind. Nicht alle, aber die wichtigsten. Wenn du die hier in deinem Garten hast, bist du gut versorgt, hast mit relativ wenig Aufwand einen maximalen Ertrag. Das sind diese Fire-and-Forget-Pflanzen, die da teilweise drinnen sind. Und das ist es. So, ein Teil der Pflanzen, nicht alle, nur ein Teil. Da ging es uns darum, weniger Aufwand, maximalen Ertrag. Das zweite Buch war das Haltbarmachbuch. Klar, jetzt haben wir Pflanzen geerntet, die müssen wir irgendwie haltbar machen. Oder auch Fleisch oder andere Dinge. Wir zeigen hier die Haltbarmachtechniken. Das habe ich auch schon einmal präsentiert. Das ist jetzt gar nicht der Punkt. Und die logische Folge ist jetzt dieses Buch hier. Der Band 3. Es wird dann noch einen Band 4 geben, aber das erzähle ich ja anders mal. Was ist die Idee hinter diesem Buch? Im Zweiten Weltkrieg war Großbritannien anfangs ganz allein, später dann natürlich auch mit den Alliierten, aber waren eine Insel, oder sind noch immer Insel, aber waren eingekesselt. Und da wurde eine Initiative gegründet, Dig for Victory. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Graben für den Sieg. Und damit man jetzt nicht das Schützengraben gemeint, sondern den Garten anzubauen. Und die Idee war, maximalen Ertrag aus dem Boden rauszuholen, denn die Versorgung mit Lebensmitteln konnte diese Insel nur für sich selbst machen. Die Konvois, die von Amerika rübergekommen sind, die hatten zwar auch Lebensmittel ein bisschen dabei, aber das war nicht der Fokus, sondern da war Kriegsmaterial dabei. Und außerdem haben die Deutschen am Anfang relativ viel versenkt, das war schwierig für die. Also sagten sie, diese Insel muss sich selbst ernähren, denn das ist entscheidend. Wenn sie das nicht schafft, hat sie ein Problem. Das war in den ersten Kriegsjahren so. 40, 41, 42. Dann später hat sich die Sache verändert. Aber das soll nicht der Punkt sein. Der Punkt ist, die haben mit den Leuten in einzelnen Komitees und über auch eine, kann man eigentlich so sagen, eine Werbekampagne in früheren Zeiten in Zeitungen, Dig for Victory, und haben einen Anbau- und Arbeitskalender jedes Monat, beziehungsweise sogar jede Woche teilweise, aber jedes Monat rausgebracht. Das heißt, die haben gesagt, wir müssen heute etwas anbauen, damit wir im Winter Nahrung haben. Da gab es nicht, ich rufe wo an und sage, die schicken mir mit einem Schiff ein bisschen was zum Essen, sondern wenn es keine Nahrung gibt, wenn wir nicht genug produzieren können, dann sind wir weg vom Fenster. Okay, also die Bedeutung einfach, es war notwendig. Und wir haben jetzt das nicht abgeschrieben, möchte ich gleich dazu sagen, sondern aus eigenen Erfahrungen, Manuela Keiner und ich, aus eigenen Erfahrungen diese Sache zusammengestellt. Ja? Das ist die Idee dahinter. Nämlich, und das Buch gibt dir das, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, jetzt habe ich März. Was muss ich im März tun? Was muss ich oder kann ich im März anbauen, aussehen, bearbeiten, damit ich dann, ich weiß nicht, im Herbst was zum Essen habe? Okay, da sagst du, okay, das ist langweilig. Nein, okay, dann machen wir es anders. Was muss ich im Oktober machen, damit ich im Dezember was zu essen habe oder im Jänner? Was muss ich im November tun? Ja, was muss ich im November tun? Da, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das Ziel ist es, den maximalen Ertrag an Kalorien aus deinem Garten herauszuholen. Und unsere Gartenbautechnik und unsere saisonale Gartengeschichte, die unsere Wirtschaft momentan macht, die ist auf das nicht vorbereitet. Weil du gehst in den Supermarkt. Das Buch soll das ändern. Es soll dein Fahrplan sein. Mit dem Buch hast du genau diese Möglichkeit.
Ein Beispiel, ja, ein Beispiel. Wir sagen jetzt, okay, dieses Video, das mache ich Ende Oktober. Was ist jetzt im Oktober zu tun, damit wir dann Nahrungsmittel kriegen können? Da wird genau gezeigt, wir zeigen ganz genau, welche Pflanzen jetzt ausgesät werden müssen. Oder im November genau dasselbe Spiel. Was muss im November gemacht werden? Oder was muss im September gemacht werden? Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und dieses Buch gibt es so in dieser Art und Weise nicht. Ich meine, es gibt viele Gartenbücher. Aber das hier, weil ich niemals, das möchte ich nur dazu sagen, ich möchte niemals einfach nur abschreiben, das ist langweilig. Ja? Kauft er das. Das Buch so in dieser Art und Weise, das gibt es so nicht. Weil wir uns fokussiert haben, einerseits einmal auf den maximalen Ertrag für die Selbstversorger. Das heißt, wir haben die Selbstversorgerpflanzen, die da drinnen sind, und noch einige mehr, weil das ist nicht alles, da eingebaut und so zusammengestellt, dass du eine sehr einfache Anleitung hast, dass du weißt, okay, im Mai muss ich jetzt meinen Mais zum Beispiel, wenn du das tun willst, ja, oder meine Schwarzwurzel oder was auch immer, anbauen und ich muss das so und so machen. Es wird auch beschrieben, wie es funktioniert. Das Buch ist wieder was ganz was, ja, Besonderes, muss ich wirklich sagen. Das sage ich nicht nur, weil ich Mitautor bin, wobei den größten Teil, die größte Ehre gebührt hier übrigens der Manuela, ja, sondern weil es wieder ein Puzzleteil, ein Baustein ist für diese gesamte Vorbereitung. Link gebe ich da unten auf unserer Webseite. Dort sind alle Informationen. Es ist gemacht in Österreich, es ist A4. Format, das ist ein Softcover, aber trotzdem in einer ordentlichen Qualität, das nicht auseinanderfällt, kannst das hinlegen, ist alles gut gemacht, mach das. Hol dir das, wenn dir Krisenselbstversorgung ein Thema ist und du eines dieser beiden Bücher hier schon hast, dann hol dir auch diesen Aussaat- und Arbeitskalender, das ist eine gute Ergänzung. Band 3, wie gesagt, es wird am Band 4 auch noch geben, aber dann auch ein bisschen Geduld. Dig for Victory! Und bei uns heißt es, bereite dich jetzt vor auf Dinge, die man nicht abschätzen können. Und dieses Wissen ist vielleicht nicht für jeden was. Gibt vielleicht da jetzt da hinten, der sagt, ich interessiere mich nur für mich, ist mir alles wurscht. Ist klar. Aber ist auch okay. Aber wenn du da etwas tun willst, dann ist das die richtige Antwort. Link unten findest du, billige Eigenwerbung natürlich alles. Hol dir das Buch. Wir verschicken es nach Österreich, nach Deutschland und in die Schweiz. Versandkostenfrei aktuell auch. Zwar einen sehr fairen Preis, wie ich meine. Denn wir wollen, dass du in die Umsetzung kommst. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald und ciao.